Kürze sehen wir uns an, worum es geht, wenn heute die Spitze der EU-Kommission auf den türkischen Staatspräsidenten trifft. Davor noch andere wichtige Neuigkeiten in unserem Nachrichtenüberblick. Die Regierung bespricht mit den Landeshauptleuten der Opposition und ExpertInnen heute einmal mehr die Corona-Lage. Eine Verschärfung der derzeitigen Maßnahmen wird allerdings nicht erwartet, trotz weiterhin angespannter Lage, allen voran im Osten des Landes. Aber auch im Westen steigen die Infektionszahlen angesichts der Verbreitung der sogenannten britischen Virusmutation wieder deutlich an. In Wien, Niederösterreich und im Burgenland wechseln nach den Osterferien alle SchülerInnen aufgrund der regional schärferen Maßnahmen für 4 Tage ins Distance Learning. Für unter 14-Jährige gibt es an den Schulen ein Betreuungsangebot. Wie beim Präsenzunterricht muss dafür ein sogenannter Nasenbohrertest durchgeführt werden. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka unternimmt einen neuerlichen Vorstoß, um Abgeordnete im Parlament zum Tragen von FFP2-Masken zu bewegen. Eine per Hausordnung verordnete Maskenpflicht steht im Raum. Darüber wird heute in einer Sonderpräsidiale beraten. Allen voran die Weigerung zum Tragen von Masken vieler FPÖ-Abgeordneter sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. Sanktionen könne es aber trotz Maskenpflicht keine geben, da man dadurch das passive Wahlrecht behindern würde, heißt es aus der Parlamentsdirektion. In Wien treffen sich heute SpitzendiplomatInnen, um das Atomabkommen mit dem Iran doch noch zu retten. Ziel ist ein Fahrplan, der die Rückkehr der USA zu der Vereinbarung ebnen und den Iran zur erneuten Einhaltung der Auflagen motivieren soll. Das Abkommen gilt als wichtiger Baustein zur Rüstungskontrolle und soll den Iran am Bau von Nuklearwaffen hindern. Eine Kaltfront liegt über Österreich und bringt nach Südosten hin heute Vormittag noch etwas Schneefall. Dahinter lockert es mit teils stürmischem Wind auf. Am Nachmittag werden dann im Süden die Sonnenstunden mehr. Im Gegenzug erwartet entlang und nördlich der Alpen typisches Aprilwetter mit Regen, Schnee und Graupelschauern. Dazu gibt es Temperaturen wie im Winter. Mit 1 bis 7 Grad sind heute Nachmittag die Höchstwerte erreicht.